Guten Abend alle miteinander. Danke schön, Simon von der kleinen Einweisung. Wir haben hier heute Abend einen Versuch aufgebaut, wie man sieht. Da haben wir einen Topf, da ein paar Gläschen. Und also das sieht folgendermaßen aus. Darf ich vorstellen, da haben wir, das ist die Welt. Dann haben wir hier noch die Sorge. Passend dazu natürlich das Getrenntsein von Gott und nicht zu allerletzt genau das Versagen. Und was man auch noch braucht in der Welt, sind natürlich Menschen. Ein Mensch, zwei Menschen und mehrere Menschen mit Kindern. So, und wie es da weitergeht, das seid ihr gleich mein Kollege. Ich darf wieder übergeben. Ja, hallo. So, also, ihr habt ja jetzt die Instruktionen gekriegt. Ich probiere jetzt mal die heilige Welt. Wie schon gesagt, da haben wir ein bisschen zusammen zu mixen. Da haben wir ein paar Sorgen, wie gesagt, und ja, da haben wir, fangen wir mal mit dem Getrenntsein von Gott an. Ich meine, das ist ja der größte Faktor. Da kriegen wir jetzt mal ein bisschen etwas ein in die Welt. Da haben wir das alle gesehen. Jetzt direkt, also Getrenntsein von Gott drin. Und dann haben wir noch ein bisschen Versagen. Das ist ja leider, wird uns das ja oft auch eingeredet, also das gerade geil, uns auch oft ein bisschen eingeredet, dass man versagt hat und dass man nichts taugt und weiß der Fuchs was. Das sagen ja die Leute gerne mal zu uns und sie meinen, sie müssen uns wieder fertig machen. Was ein bisschen eigentlich käsisch, aber so ist das halt. So, und dann haben wir eigentlich noch die Sorge, die macht eigentlich einen großen Teil aus. Und wenn wir die Sorge drin haben, dann tun wir nochmal ganz viel Getrenntsein von Gott rein, weil das ist einfach, es ist so viel, guck mal, wie das von hinten aussieht und die erste Hälfte drin. Also da haben wir wirklich einen ganzen Haufen, das ist jetzt natürlich da auch ein bisschen gleich für die Welt, nehmen wir mal ein paar Sorgen rein und da haben wir noch ein bisschen Versagen, das ist wirklich, ja, also das Versagen, das haben wir da. Sorge bleibt auch da. So, dann haben wir das drin. So, jetzt sind alle Pets leer. So, jetzt darf ich da nochmal reingucken. So sieht es von oben aus. Jetzt nehmen wir ein bisschen das Rührgerät. Und dann da Sorge und das Versagen und alles ein bisschen. Da haben wir das Getrenntsein von Gott. Nehmen wir alles ein bisschen rein. Da haben wir noch ein bisschen aufräumen. Da alles rein mit. Da muss ja alles drin sein. Gell? Also, das haben wir ja wirklich, das ist jetzt quasi die Realität. So, also, so sieht es jetzt aus. So, also, und jetzt haben wir ja aber bloß die Welt, jetzt sind wir ja auch noch da. Also, haben wir da noch, das sind, also, da immer schaut drin, ein Mensch, da haben wir noch große Menschen, und da haben wir auch noch kleine Menschen. So, nein mit den Menschen. Und nochmal rumdrehen. So. So, ich glaube, jetzt ist es rumgerührt, einigermaßen. Upsa, das muss ich eigentlich wieder mal. Das ist wieder glatt. Das geht drin sein von Gott knows. Das wäre schön, wenn das so wäre, aber das haben wir halt leider immer noch dabei. Das muss wieder rein. So, also. Oh, da ist noch ein Kind. Das muss auch noch rein. So. Und Sorge und Getrenntsein von Gott. So, jetzt haben wir es. Und wie es jetzt weitergeht, sehen wir gleich. Oh, jetzt sind wir schon wieder da. Wir haben eine Erklärung gekriegt. Wir haben ja vorher aufgehört, da waren wir daheim mit der Welt. Und da sieht man ja jetzt mit Sicherheit die Menschen daheim drin und die Kinder. Und ich habe da jetzt noch was. Weil das Problem ist, wer will schon im Dreck leben? Und bei dem ganzen Scheiß daheim, also ich nicht. Deshalb habe ich hier mal noch was dabei. Und zwar, gut, ich darf mal schön zeigen, also das ist richtig sauber, wie geschleckt, da kann man draus essen. Und da kommt auch kein Dreck rein in das Gefäß. Das bleibt so sauber. Und Gott bleibt auch sauber. Jetzt haben wir halt bloß ein kleines Problem. Wie kommen die ganze Menschen über diese Kluft da hinten, da gibt es ja nichts, da ja, sieht man ja, ist ja frei, die kommen da nicht rum, die haben da gar keine Chance. Und ja, da ist jetzt halt ein bisschen ein Problem. Aber auch da haben wir Abhilfe, ich bin mal kurz weg.
So. Hammer. So. Also kein Hammer ist was anderes. Genau, das haben wir dabei. Und über dieses Element können die Menschen da hineinkommen. Aber auch bloß sauber. Weil da kommt ja wie gesagt kein Dreck rein. Und wenn man das jetzt mal, wenn ich das gerade mal demonstrieren darf, wenn man da hinten gerade so mal durch die Welt fahret und mal die ganze Menschen hier mal ein bisschen befreit aus dem Dreck, dann haben wir die. Ist jetzt natürlich so, dass wir hier komplett saubere Menschen haben, aber es ist so, am Anfang klappt es noch nie so ganz so richtig, da bleibt immer noch ein bisschen dreckhafte im Regelfall. Aber auch der wird spätestens dann da hinten in der Kluft, ist der Dreck noch weg und dann kommen wir da hinten ganz schön sauber rein. Also die Menschen, die Nägel, da haben wir ja die Erwachsene und die Erwachsene und da hinten kommt der Kind, weil auch die dürfen da rein. Und wieder ein Erwachsener, also Gott ist halt. Und das sind jetzt die ganzen Erwachsene und die haben wir da drin. Der auch noch. So, und jetzt haben wir da hinten saubere Menschen drin, die, sag ich mal, von dem Dreck befreit worden sind. Da hat sich Gott rausgezogen. Und das ist halt wirklich einmalig. Also, das gibt es so jetzt gar nicht mehr wirklich zweites Mal. Das gibt es einmal und das Glück haben wir. So, und wieder zurück hier bei mir am Operationsschreibtisch, also hier auf dem Labortisch, eine Sagewelle. Ich habe jetzt daheim noch was, und zwar eine hammerharte Kettereaktion. Wenn wir jetzt mal daheim die zwei Menschen haben, die bereits mit Gott lebt und aus dem Dreck daheim rausgezogen worden sind, die kennen über die Kettereaktion, zieht die weitere mit raus. Daheim haben wir nochmal und nochmal einer. Das ist eine krasse Kettereaktion, wie dir von Gott befreit ist schon, andere auch noch aus dem Dreck rausholen können. Die können da aktiv mithelfen, dass es auch andere so gut haben, wie die, die dahin schon befreit sind vom Dreck. Und dann haben wir dahin nämlich, ist der Dreck nämlich allein. Das ganze Versagen, was uns andere haben, einschwätzen wollen, oder die ganze Sorge, die wir gehabt haben, juckt dahin kein mehr. Die sind nämlich alle hier erlöst, die sind frei, die sind sauber und können dahin in dem Fall dann auch zu Gott kommen. Und in dem Fall hat der Heilige Geist gewirkt. So, also, wir sind fertig soweit daheim auf dem Labortisch. Ich darf wieder zurückgeben, mein Kollege. Ich werde mich jetzt hier wegheben. Adios.